Tom! Hier bist du schon wieder. Was ist? Mann, du bist ja schon wieder am Zocken. Du hast mir versprochen, den Rasen zu mähen. Warum hast du das denn nicht gemacht? Ich hatte keinen Bock. Ach Tom, das hat jetzt langsam mal ein Ende hier mit den ganzen Scheiß hier. Hör auf, was machst du? Ich nehme das jetzt mit. Was hast du damit vor? Na, das wirst du schon sehen. Ich hab's im Guten versucht, jetzt reicht's. Lass es in Ruhe. Lass sie in Ruhe. Was ist denn jetzt los? Lass das in Ruhe. Was ist überhaupt los? Hör mal was macht ihr denn? Hör auf! Tom, geh zur Seite! Nein! Bleib jetzt da drüben stehen! Lass das in Ruhe! Das ist nur zu seinem Besten! Das ist doch nur zu seinem Besten! Hat geklingelt! Er ist 12 Jahre alt und sitzt ganz allein nur vom Fernsehen! Also, dass der Wolfgang da die Spiele kaputt machen wollte, das geht natürlich zu weit. Klar, ich kann das verstehen. Der Tom, der spielt im Moment ein bisschen arg viel. Aber zum Glück kam ja in der Situation auch der Familientherapeut. Und ich hoffe einfach, dass er uns da weiterhelfen kann. Die Eltern haben sich in ihrer Verzweiflung an Familienhelfer Jochen Klein gewandt. Der erfahrene Sozialpädagoge und Coach will sich heute einen ersten Eindruck von dem 12-Jährigen verschaffen und wird dabei weit mehr als Toms vermeintliche Computerspielsucht enthüllen. Was ist denn hier los? Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ach, hallo. Jochen Klein. Wolfgang Bader. Guck mal, Mama, genau. Was er getan hat mit meinen Sachen. Und du bist Tom? Ja. Tom, grüß dich. Hallo. Sind das alles deine Sachen? Papa, du bist echt blöd. Das wow. Also so einen Empfang, wie ich heute bei Familie Bader hatte, habe ich nicht alle Tage. Eine hilflose Mutter, einen verzweifelten Sohn, einen wütenden Vater. Und eigentlich war ich nur bestellt, um mich um die Spielsucht des Sohnes zu kümmern. Ich hatte aber das Gefühl, dass die ganze Familie noch ein bisschen Hilfe brauchen könnte. Was ist passiert? Puh. Ja, was ist passiert? Sehen Sie doch. Ich meine, das ist... war eine Kurzschlussreaktion. Ich bin da umgegangen, der war wieder am Zocken. Ich habe die Spiele mitgenommen, habe die jetzt kaputt gemacht. Aber das zieht sich schon seit Wochen untertrieben, seit Monaten so. Ja, schauen Sie, der vernachlässigt die Schule, da sind schlechte Noten. Ja, das, haben ist, sich das angehäuft. Stimmt schon. Das ist, ich komme überhaupt nicht mehr an ihn ran. Er hat mir immer geholfen, wir haben immer ein gutes Verhältnis gehabt. Er spricht überhaupt nicht mehr mit mir. Er geht nicht mehr raus, er trifft sich nicht mehr mit Freunden. Der sitzt nur noch vor der Konsole. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß auch nicht, wo fängt denn Spielsucht an oder hört sie auf? Schauen Sie mal, gucken Sie mal. Das werde ich jetzt mal versuchen, rauszukriegen. Bei so einem Wetter mit 12 Jahren, was haben wir da alles draußen gemacht? Der macht gar nichts. Und was war da hilfsbereit? Der hat mal Rasen gemäht und der hat uns eine Küche geholfen und jetzt macht er gar nichts mehr. Ich schau mal. Nachdem ich die Situation im Garten versucht habe, etwas zu beruhigen und den Vater geraten habe, mal tief durchzuatmen, habe ich mich dann erst mal entschlossen, mich um den Sohn zu kümmern und habe mich zudem ins Zimmer verkrochen. Und habe da dann versucht, erst mal ein bisschen Nähe zu schaffen. Und, hast du dich ein bisschen beruhigt? Ja. Ja, ein bisschen. Darf ich mich da zu dir setzen? Ja, gerne. Oh, jetzt stoße ich mir den Kopf an der Lampe. Wie ging's denn hier eben da unten? Nicht sehr gut. Ich finde es echt blöd von meinem Vater, dass er sowas gemacht hat. Hast du denn eine Ahnung, warum er das gemacht hat? Nein, der ist eigentlich nie so. Und diese ganzen Spiele, die hatte ich mit meinem Taschengeld gekauft. Jetzt hat er sie einfach kaputt gemacht. Das ist natürlich blöd. Ja. Und jetzt hast du kein Spiel mehr. Doch, eins, aber... Dann habe ich ja vielleicht Glück. Und du kannst mir zeigen, wie das geht. Ganzer? Na klar. Kannst du ihn nicht fragen. Okay. Familienhelfer Jochen Klein ist klar, dass er, um Tom zu helfen, zuerst die Spielgewohnheiten des Realschülers überprüfen muss. Dabei wird der Sozialpädagoge entscheidende Beobachtungen machen, die die Problematik in ein völlig neues Licht rücken. Okay, dann los. Ja! Nein! Yeah. Haben Sie das Spiel schon mal gespielt? Nein, das erste Mal. Du darfst ruhig du zu mir sagen. Ich bin Jochen. Okay. Und das zweite Mal geschlagen. Yesi! Die Situation bei Tom in seinem Zimmer war sehr angenehm. Er ist ein unglaublich aufgeschlossener Junge. Er hat schnell begriffen, dass ich, glaube ich, auf seiner Seite bin. Und er hat einen Heidenspaß dabei gehabt, mit einem Erwachsenen jetzt mal zu zocken, was für ihn total widersinnig eigentlich war. Und das war schön. Wie oft spielst du das?
schon 2 Stunden am Tag. Okay. Aber sonst andere Spiele. Deine Eltern haben sich ja jetzt Sorgen gemacht. Wir hören mal auf einen Moment. Ne? Deine Eltern haben sich ja Sorgen gemacht, dass du spielsüchtig bist. Bin ich aber nicht. Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich auch nicht das Gefühl, dass du es bist. Also du sagst mir, dass du 2 Stunden spielst. Jemand, der spielsüchtig ist, der spielt viel mehr. Und du hast außerdem viel zu viel Spaß dabei, finde ich. Ja. Und kannst vor allen Dingen auch verlieren gegen Loser wie mich. Ich bin eigentlich der Verlierer, weil ich kann es gar nicht. Und es macht dir überhaupt nichts aus. Ja. Aber dir geht es ziemlich auf den Zwirn, was hier läuft, habe ich das Gefühl. Ja. Magst du erzählen, was los ist? Nee. Mutlos gibt Tom dann doch zu, ein belastendes Geheimnis mit sich herumzutragen. Aber so richtig möchte der 12-Jährige nicht mit der Sprache herausrücken. Deshalb hofft der Familienhelfer, mithilfe der Eltern der ganzen Wahrheit auf die Spur zu kommen. Wärst du bereit, mit mir zusammen runterzugehen und ja, mit denen zu reden? Ja. Wollen wir es machen? Mhm. Okay, cool. Ich bin auf deiner Seite und schon wieder die Birne gestoßen. Es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass Tom aus meiner Sicht zumindest nicht spielsüchtig ist. Denn er ist mit so einer Freude dabei, mit so einem Spaß, aber überhaupt nicht verbissen. Sondern nimmt das alles sehr locker, selbst wenn er verliert. Kann auch problemlos aufhören zu spielen. Also eine Spielsucht lag hier nicht vor. Aber es gab noch ein Geheimnis, über das er nicht reden wollte. Und da war es mir natürlich wichtig, die Eltern noch mal einzubeziehen, in der Hoffnung, dass wir da dem Punkt näher kommen. Der Sozialpädagoge konfrontiert den Vater jetzt auch mit seinem impulsiven Wutausbruch. Damit macht er Tom deutlich, dass er hinter ihm steht. Denn der erfahrene Familienhelfer vermutet, dass die Eltern etwas mit dem veränderten Verhalten des Jungen zu tun haben und soll damit noch recht behalten. Ich gebe ja zu, das war jetzt natürlich im Affekt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber im Grunde genommen will ich doch nur sein Bestes, dass er einfach nicht mehr in dieser Intensität da oben an seiner Konsole sitzt. Und über dieses Beste sollten wir vielleicht einfach noch mal ein bisschen in Ruhe reden. Denn ich meine, die Sachen anderer Leute zu zerstören, führt nicht zum Besten. Ja, Tom. Unbedingt. Aber ich kann das verstehen, dass mit ihnen durchgegangen ist. Also. Tom, ich hab dich doch lieb. Ich meine das doch gar nicht. Ich will doch nur dein Bestes. Tom, wo gehst du jetzt hin? Tom, was soll das? Was machst du da? Tom, warte! Tom! Tom, was soll das? Was machst du da? Tom, warte mal. Tom, ist das Ergebnis Ihrer Unterredung? Tom, was ist das? Du weißt doch, wie wichtig das ist. Das ist mein Arbeitslaptop. Mach das nicht. Ja, mir sind meine Spiele auch wichtig. Ja, aber das ist doch was ganz anderes. Da sind meine ganzen Kundendaten drauf. Ich kann täglich, nicht arbeiten. Beruhig dich. Ach Gott, das gibt's doch nicht, so ein Chaos. Okay. Ja, du fandst es vorhin ziemlich scheiße, was dein Vater gemacht hat, ne? Und jetzt willst du genau dasselbe machen? Willst dich rächen? In dem Moment war für mich der Punkt auch, noch mal nah auf dieses Geheimnis zu sprechen zu kommen. Denn ich hatte jetzt die Hoffnung, dass er offen dafür ist, das rauszulassen. Statt des Rasenmähens jetzt mal verbal zu äußern, was ihm auf dem Herzen liegt. Meinst du nicht, es wäre jetzt mal an der Zeit, vielleicht mal dein Geheimnis auszupacken? Ich bin an deiner Seite. Was denn für... Okay, dann machen wir das mal. Was für ein Geheimnis? Tom, was ist denn los? Wenn ihr mich liebt, wieso wollt ihr dein Kind adoptieren? Mensch, Tom, wie kommst du denn da drauf? Ich habe eine Broschüre zum Thema Adoption gefunden. Oh Mensch. Ach Tom, weißt du, wir haben darüber nachgedacht. Ja, aber das ist doch überhaupt noch nicht spruchreif. Wir haben uns dann nur ein paar Informationen geholt. Und weißt du warum? Guck mal. Es gibt so viele Kinder, die ohne Mama und Papa groß werden. Und wir wollten einfach ein bisschen helfen. Aber das hat doch nichts mit dir zu tun. Du bist doch unser Sohn, du gehörst doch zu uns. Es wäre schön, wenn wir Probleme immer vermeiden könnten. Das geht natürlich nicht. Aber vielleicht hilft es, wach zu sein für so etwas. Wenn man Veränderungen bei seinem Kind spürt, nicht sofort mit Vorwürfen reagieren, sondern vielleicht auch mal die Frage stellen, bin ich jetzt gerade der Verursacher dafür, dass das Kind sich zurückzieht? Also auch sich selbst Fragen stellen zu der Situation, in der man sich da gerade bewegt, mit dem Problem, was man da beackern muss. Das ist der erste Schritt,
überhaupt zu einer Lösung. Der Siebtklässler hat sich aus Angst, von seinen Eltern verstoßen zu werden, zunehmend in die virtuelle Welt der Computerspiele geflüchtet. Mit der Unterstützung von Jochen Klein gelingt es der Familie, offen miteinander zu sprechen. Auch über das Thema Adoption. Mittlerweile würde sich Tom sogar über ein Geschwisterchen freuen. Der Vater hat sein Fehlverhalten eingesehen und die Spiele seines Sohnes ersetzt.